So kurz vor dem Video als Overtake, am 29.09. heißt diese Woche Samstag, kommt eins der heftigsten Videos auf diesem Kanal. Das wird ein kleiner Kurzfilm. Was da drin vorkommt, das seht ihr dann am 29.09. um 15 Uhr. Schaltet ein. Wenn euch diese Serie jetzt auch gefällt, lasst auf einmal mal einen Daumen nach oben da und schreibt mir Ideen für Spieler, die ich im FM 2018 kaufen kann. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute, ihr seht schon auf meinem Kopf, eine Cap, aber meine Haare sehen heute echt aus, also das kannst du dir nicht angucken. Ich habe mir jetzt einfach hier so eine Energie-Cap angesetzt, ich kann es ja mal ganz kurz so drehen, ich könnte theoretisch auch so aufnehmen, aber das ist ein bisschen ungemütlich, das kann ich vielleicht zu den Spielen so rumdrehen, Energie, wie ihr auch schon lesen könnt und auch schon das richtige Trikot, denn wie ihr auch schon im Titel gelesen habt, es gibt die neueste, beziehungsweise die dritte Folge vom Fußballmanager. Wir müssen heute ran gegen den VfB Auerbach und wir müssen es auf jeden Fall besser machen als Energien. Echt, die haben gestern 3-0 verloren, auch gegen Münster, die spielen jetzt schon eine Liga höher, weil sie ja aufgestiegen sind, das gleiche versuche ich halt jetzt auch. Es gibt aber keine neue Fußballmanager-Version bis jetzt, also keine 2019er. Ich werde das auch in FIFA noch so machen, dass ich eine Energie-Cottbus-Karriere machen werde und dann müssen wir auf jeden Fall besser ran als Energie momentan. Momentan sind es leider auf dem 13. Platz und die anderen müssen alle noch spielen. Heißt, die können auf dem Abstiegsplatz rücken, aber ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie passieren wird. Müssen wir uns auch einmal die Aufstellung angucken. So haben wir letztes Mal gespielt und das ist auch relativ gut gegangen. Schlüter, Stein, Matuvila, Baude. Ich würde aber jetzt mal ganz dreist mal sagen, dass wir Starzef mal statt Baude spielen lassen, weil der hat auf jeden Fall auch eine sehr ankunftskünftige Recht. Und ich habe mir nochmal angeguckt, so ein paar Spieler, die ich mir holen könnte. Leider habt ihr in letzter Folge nicht so viel geschrieben in die Kommentare, sodass ich gucken kann, was ihr für Spieler wollt. Da muss ich jetzt selbst nochmal gucken, wie ich das machen werde. Unsere Saison bisher hat 2 Sterne. Wir sind auf dem 1. Platz, sind leider im DFB-Pokal rausgeflogen. Und unsere Form ist bei 4 von 5 Sternen. Und wir werden das heute nicht verlieren, weil gegen den VfB Auerbach hoffe ich mal natürlich auf einen Sieg. Wenn wir aufsteigen wollen, dann müssen wir auch gegen so eine Mannschaft auf jeden Fall mindestens gewinnen. Muss man hier sagen, dass sie sich ein bisschen... Elfmeter in Auerbach. Oh, für Auerbach, scheiße. 0-0, okay, sehr gut. Ich muss aber sagen, dass sie ein bisschen ruhiger rangehen soll. Oh, Max Stein klärt so kurz. Und Kunert schießt Tor. Tor für Auerbach, das gibt's doch gar nicht. Machen wir mal ein bisschen schneller die Geschwindigkeit. Also die erste Halbzeit mache ich ja generell immer ein bisschen schneller, damit die so ein bisschen umgeht. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt noch ein Tor machen. Das ist, steht fest, aber momentan... Wir haben 1 geschossen, aber haben auch 1 noch bekommen. Steht 2-1. Ziegenbein muss auf jeden Fall runter. Der hat eine 6. Unrecht auf Tor. Schon wieder so eine schöne Scheiße. Und ich weiß nicht, was meine Mannschaft bis jetzt hat. Die lassen sich hier von Auerbach ausspielen, als ob wir 5 Ligen drunter sind. Das ist ja nicht wahr. So kann das ja nicht weitergehen. Also der Aufstieg ist ja das Mindeste, was wir schaffen wollen. Dritte Liga ist ja das, was muss. Vielleicht jetzt hier mal mit 2 Sternen. 3, das könnte richtig, richtig gut werden zumindest. Konter über André Starzef. Schön gemacht, André Starzef über die rechte Seite. Jetzt geht das auch hier wieder ab. Jetzt müssen wir sagen, weiter so. Weiter so. Leute, wir haben noch 20 Minuten. Zumindest einen Punkt will ich hier aus Auerbach mitnehmen. Das ist nicht aussichtslos. Und der nächste Elfmeter. Ich glaub's echt nicht, ey. Das ist doch nicht wahr. Irgendwie hat Auerbach heute ein bisschen Glück. Erst haben die ein Tor bekommen, was hätte gar nicht zählen dürfen, weil er nicht über der Linie war. Und jetzt gibt's den zweiten Elfmeter, der auch unberechtigt war. 4-2. Das war wohl nichts. Da müssen wir auf jeden Fall mal nachlegen. Das gibt's ja wohl nicht. Auch wenn es jetzt momentan sportlich ja noch nicht so läuft, wie ich's gedacht habe. Na, geht auf 11 runter. Die sind gerade mal so zufrieden. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, ihr seht mich gleich wieder, wenn ich jetzt hier gleich mal so ein paar Spieler gefragt habe, ob die zu unserem Verein wechseln wollen. Ne? Ich würde sagen, bis gleich. So Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall bei ein paar Leuten angefragt. Die Leute, die ich hatte, die wollten alle nicht. Also Borussia Dortmund 2 war ein bisschen zäh mit denen zu verhandeln, weil die wollten alle die Spieler behalten, weil die zu wichtig sind. Jetzt habe ich so ein paar aus dem Ausland mir gescoutet und so um den 60er-Bereich, die uns auch verstärken könnten. Und dazu auch noch Nübel. Der könnte Spahic ersetzen, beziehungsweise in den wichtigen Spielen. Ein 65er-Torwart ist besser als ein 56er, ne? Ist ja klar. Obwohl er gerade eine relativ gute Form hat und erst 20 Jahre alt ist, aber nur Viteretti aus dem Team hat noch einen Stern, wo er sich verbessern könnte. Müssten wir auch nochmal gucken, dass wir unsere Verträge verlängern, dass unser Team möglichst das bleibt, was es jetzt ist. Nicht, dass es dann die meisten abgehen. Da habe ich ja Felix Schiller, der würde mir echt gut gefallen. 60er Innenverteidiger. Ist ein Fels in der Brandung. Ist auf jeden Fall relativ gut so, ne? Hier ist dieser angesprochene Lars Bender, von dem ich gesprochen habe. Das wäre auf jeden Fall ein richtig guter, aber der
fordert ja eine Masse an Geld. Ne, das kann ich jetzt schon nicht annehmen, das ist zu viel. Auf der Position sind wir auch relativ gut verhandelt. Jetzt haben wir Martin Kobylanski. Der würde mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Der hat ehemalig mal bei Cottbus gespielt. Und er wird, ich weiß halt nicht, was er für eine Gesamtstärke hat, das ist das Problem. Ah, ich sag mal, du wirst in der Regel spielen. Ich guck erstmal. So, wir akzeptieren jetzt einmal für Alexander Nübel. Da könnten wir uns auf jeden Fall jetzt mal einen neuen Torwart hier reinpacken fürs Bohic. 63 hat er, okay. Dann geht Matti Kamens auf die dritte Torwartposition. Und wir gucken mal, dass wir Aftus Bahic auch dann auf jeden Fall mal einige Male einsetzen werden. So, der gefällt mir schon mal gar nicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich bei dem angefragt habe. Ein 50er Spieler. Warte mal hier, ich muss mal gucken, wieso Kubilanski das abgelehnt hat. Felix Hüderlin wirksam. Wir haben schon mal einen neuen Spieler, beziehungsweise mit Nübel jetzt sogar einen zweiten. Und zwar heißt dieser gute Mann Dominik Raub. Und der kam von Saarbrücken. Der muss eigentlich ganz gut sein. Das ist ein 56er Spieler. Ich lasse ihn heute einfach direkt mal spielen für Matovila, damit ich mal gucken kann, so, yo, wie ist der so? Wir stellen ihn heute mal im Stadion vor, richtig schön. Schön mal ihm zeigen, so, wie ist Cottbus so, wie schön ist Cottbus eigentlich? So, wir müssen ja mal gucken, geht raus und spielt ordentlich Fußball, ist meine einzige Antwort, die ich geben kann. Alexander Nübel muss natürlich auch erstmal ein bisschen Spielpraxis bekommen, weil der spielt natürlich nicht oft bei Schalke oder hat nicht oft gespielt. Ja, sehr schön! Langer Ball von Alexander Nübel auf Fabio Vitarezzi und der zimmert den Ball unter die Latte. Oh, sehr schön, Nübel. Hat zur Ecke geklärt. Glanzparade von Alexander Nübel. Und es bleibt bei einem 1:0 in der Halbzeit. Das klappt doch bis jetzt schon mal sehr, sehr gut. Treli Mamba kommt vorne rein. Wir müssen auf jeden Fall, denke ich mal, auch auf den Zweiersturm umstellen. Das wollte ich jetzt letztes Mal schon mal machen. Und sehr schön. 2:0 von Kevin Weidlich. Ecke von rechts und Kevin Weidlich muss nur noch einköpfen. Ich simuliere jetzt einfach mal vor. Und Tim Kruse macht sogar auch noch ein Tor und hat dabei eine 1,0 in diesem Spiel. Das wird ihm bestimmt auch noch ein bisschen Selbstbewusstsein pushen. 3:0 gewonnen. Er verliert 10 Moralpunkte, weil wir ihn zu sehr vorgestellt haben. Wie geht das denn? So Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine Laie gemacht und bei zwei Leuten angefragt. Zum einen bei diesem Stürmer hier. Das wird nicht möglich. Guckt euch an, was der für ein Gehalt will. Nee, das schaffe ich nicht. Da wird schon was für mein komplettes Gehalt hier gebammt. Und dann habe ich noch diesen Spieler hier, aber der fordert genauso viel. Und wie das Gute ist, wir könnten uns jetzt noch ganz, ganz viele Laien machen. Und zwar, ich muss jetzt noch ein bisschen reinpowern, weil am 31. ist Transferschluss. Ich habe mir den jetzt hier geholt, einen 58er ZM. Der hat ein 65er Potenzial. Den habe ich bei Fabian schon gesehen. Der heißt Philipp Förster. Für 2 Jahre habe ich ihn ausgeliehen. Der könnte auf jeden Fall auf der Position hier ein bisschen was verbessern. Neben Kruse dann, weil der hat letztens seine 1 gehabt hier. Die beiden könnten zusammen echt ein gutes Paar ergeben. So, das wäre meine 11 bis jetzt. Aber ich müsste nächstes Spiel dann wieder auf Zweiersturm setzen. Aber ich gucke jetzt erstmal hier. Und zwar habe ich das letztens gerade gesehen. Gianluca Weitsch, mit den kann man leihen. Und den könnte ich auch theoretisch leihen. Das mache ich jetzt einfach mal. Dann könnte uns der für 2 Jahre weiterhelfen. Und das wäre schon ganz schön gut. Gucken wir mal weiter jetzt hier. Angebot akzeptiert. Dann ist er hier auch schon. Gianluca Waldschmidt mit einer 68. Und da ist jetzt auch schon für mich ein Grund angekommen, jetzt auf eine andere Aufstellung zu wechseln. Aber ich gucke erstmal, weil wir haben jetzt nämlich 3 Stürmer und das wäre schon mal gut, wenn wir hiervon auch einmal mal einfach einen verkaufen würden. Aber Nübel, Förster und Gianluca Waldschmidt sind allesamt geliehen, heißt, die werden wir nach spätestens 2 Jahren nicht mehr haben. Aber die wären für dieses Jahr schon relativ wichtig. Aber ich muss jetzt eh noch mal so ein paar Sachen gleich machen mit den ganzen scheiß Verträgen. Da muss ich immer gucken, wie ich das verlängere. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter vor und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen umgestellt auf Zweiersturm, wie ich das früher schon immer hatte. Und zwar einmal links Förster und rechts Waldschmidt. Die haben einfach 10 Punkte Unterschied. Waldschmidt wird, glaube ich, schon relativ viel ausmachen. Dann auf der OM-Position Weidlich, links Vitarezzi, rechts Ziegenbein, hinten drin Förster, den ich jetzt aber eigentlich auf ZM stellen würde, genau. Und genau, Schlüter links, dann Rau und Stein, rechts Starzef und hinten Nübel. Und Verträge habe ich jetzt auch ein bisschen was gemacht, und zwar Starzef möchte momentan nicht, Vitarezzi und Förster habe ich ein Angebot unterbreitet, Reli Mamba und der Rest alle auch noch nicht. Wo ein Haken hinter ist, da habe ich ein Angebot unterbreitet und da denke ich auch mal, dass die meisten das annehmen werden würden. Und jetzt haben wir irgendwie so ein Spiel in dem DFL Pokal Ost, diesen Pokal, damit man in den DFB Pokal kommt, gegen den Blumenthaler SV.
Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich unsere Elf schlägt. Diese neue Raute, 442-Raute heißt das System, glaube ich, was ich da gemacht habe. Sehr gut, unterschreiben alle den neuen Vertrag, haben wir schon mal sehr, sehr viele Spieler, die hier bleiben. Kieferbruch bei Starzef, da müssen wir jetzt doch auf Baude setzen. Zigard rein. Ich lasse einfach jetzt mal die beste Elf spielen, damit ich mal sehen kann, wie die so ein bisschen harmonieren, weil ich weiß halt immer noch nicht so, was ungefähr, was die da so erwarten. So. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit, 1-0, so will ich das auch erwarten. Eigentlich würde ich noch ein bisschen mehr erwarten wollen. Punkt aus, fertig hier, Halbzeitansprachen. Konzentriert euch, wir sind in der nächsten Runde. Machen wir jetzt mal einfach einen After-Sparge ins Tor, weil bei solchen Spielen würde ich einfach Sparge mal ins Tor lassen. Gucken wir mal, wer das Tor geschossen hat. Benjamin Förster, sehr gut. Sehr schön, Gianluca Waldschmidt mit seinem ersten Tor im Cottbus-Trikot. 2-0 würde ich sagen. Ich muss mal gucken, wen ich jetzt hier einsetze. Wir haben nur noch einen Wechsel. Ich würde ganz ehrlich sagen, Maximilian Zimmer kommt für Ziegenbein rein. Reinholen. Benjamin Förster, der geht momentan richtig ab. Und eine Vorlage von Gianluca Waldschmidt. Damit bin ich doch eigentlich relativ zufrieden, muss ich sagen. Und der Trainer für den heißt auch German. Verletzung Dominik Rau. Super, da habe ich nämlich geahnt. Wir müssen mit einem Mann weniger spielen. Aber trotzdem gewinnen wir 3-0 und... Ja, ich würde sagen, das hat doch schon mal sehr, sehr gut gepasst. Und jetzt spielen wir gegen Tabellen 16. Da müssen wir ja wohl gewinnen. Mit so einer Mannschaft, wie wir haben. Dominik Rau fällt aus für 9 Tage. Ist nicht besonders schlimm. Wir sind auf Platz 4. Vielleicht bald auf Platz 1. Hoffentlich. Super Parade von Alexander Nübel. Irgendwie pennen wir gerade so ein bisschen. Meiner Meinung nach immer so die ersten Minuten sind immer so relativ scheiße. So, gucken wir es mal an. 1-0-1-1-1-1. Rote Karte, Benjamin Förster. Wie kann das denn sein? Ja, gut, bisschen theatralisch. Aber wir führen auf jeden Fall 2-1. Kevin Weidlich hat direkt danach einen Freischuss direkt verwandelt. Müssen wir mal gucken, wie wir uns defensiv so ein bisschen orientieren können. Jetzt war Philipp Förster. Ist, glaube ich, gerade nicht der richtige Mann dafür, weil der ist eher ein bisschen... Der ist nicht so defensiv orientiert. Da müssen wir, glaube ich, mal Kruse jetzt einfach mal einwechseln. Oh, und wie es aussieht, wir sind erster Platz, wenn wir hier gewinnen. Unsere Fans rufen zumindest Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Und wir gewinnen das Spiel auch, 2-1. Sehr, sehr schön. 2 Spiele nacheinander gewonnen. Gegen Halberstadt auswärts. Auswärts ist eh immer so eine Sache bei dem Fußballmanager. Da wird teilweise noch mehr als in FIFA so. Ist meine Meinung nach so, aber das ist aber auch okay. Ist jetzt auch egal. So, wir sind Zweiter leider nur. Zweiter. Egal. Das war die Folge bisher. Wie fandet ihr die Transfers? Wie fandet ihr die Ergebnisse? Wir haben leider einmal verloren, 2-mal gewonnen. Einmal sind wir im Pokal weitergekommen, einmal sind wir auf Platz 2 wieder zurückgesprungen. Und wir haben sehr, sehr viele gute Transfers getätigt, wo wir in der nächsten Folge auch so ein bisschen nachlegen können. Aber ich würde einfach sagen, jetzt haut rein. Wenn euch die Folge bzw. diese Serie gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.